Hey Leute und willkommen zurück zur Strohhutbande in One Piece Odyssey, heute mit Folge 2. Es gibt natürlich auch, also logischerweise schon Folge 1, wenn ihr nicht gesehen habt, solltet ihr sie natürlich zuerst angucken. Jetzt rechts oben kommt da so ein Ausrufezeichen, da ist Folge 1 oder ihr guckt einfach auf meinen Kanal. Bevor wir loslegen, wollte ich noch kurz was sagen, was ich sonst vergessen hatte. Ich füge mich langsam auch ein bisschen ein ins One Piece Card Game. Wollte mal kurz eine wunderschöne Boa Hancock hier reinhalten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann, noch eine wunderschöne Karte. Ich soll ein bisschen was vom Card Game zeigen. Ich finde die wunderschön. Und eine Secret Rare aus dem Film auch ziemlich nice. Nur so ein bisschen zeigen. Es gibt auch ein One Piece Card Game. Können wir mal angucken. Man muss kein One Piece Fan sein, um das Ganze zu lieben. Genauso wie dieses Spiel hier. Das ist ein mega geiles Rollenspiel bisher. Egal, ob man One Piece mag oder nicht. Wir gehen weiter rein. Let's go. Und jetzt sehen wir alles Neue, was ich selbst noch nie gesehen habe. Weil wir hatten ja auch ein bisschen eine Demo gespielt. Das hier ist alles für mich neu. Der Anker der Sani ist das, lol. Ein Luftzug zwischen den Felsen. Da was mache ich Hackfleisch. Okay. Mach mal Hackfleisch drauf. Hat er wirklich gemacht. Hat er einfach wirklich gemacht. Lol. Ein neuer Weg. Jetzt können wir ins Innere der Insel vordrängen. Und wir müssen das Mädchen natürlich mit dem Hut finden. Wir wollen den scheiß Hut wieder haben, Leute. Luffy aka Ruffy will seinen Hut wieder haben. Okay, wir gehen rein. Wie spricht man eigentlich wirklich aus? Ist es Ruffy oder Luffy? Hier steht es Ruffy. Okay, es ist wahrscheinlich eine andere Sprache. Okay, und hier ist auch direkt ganz wichtig ein Speicherding. Denn wir haben es seit der letzten Folge noch nicht gespeichert. Also man muss diese Speicherdinger, ja, überschreiben. Zack. Und ihr seht es noch immer, der 12.01. natürlich. Also das Video erscheint heute am 12.01. Das Spiel kommt raus am 13.01. Was erwartet uns hier nun? Video auf jeden Fall. Bäume! Was hat es mit den Ruinen auf sich? Legendäre Insel mit den Lichtstrahlen. Große Schätze! Oh, ich bin bereit! Oh, hä? Was ist das? Das sieht nicht nett aus. Die meisten wahrscheinlich von euch erkennen das Zeichen, ich nicht. Aber ich sag, ist komplett egal. Ist ein geiles Rollenspiel, ob man den Anime kennt oder nicht. Komplett egal. Lol. Arme? Augen? Direkt ein Bosskampf? Das sieht gefährlich aus, ja. Ist ein Wächter wahrscheinlich oder so. Die wollen uns hier auf der Insel nicht haben. Jo, ist ein Wächter. Die wollen uns hier nicht haben, Leute. Die sagen, nö. Geht hier weg. Was haben wir denn hier? Kraft haben wir hier. Kraft haben wir hier. Können wir den noch besiegen, ist die Frage. Ne? Das heißt, mit ihr hier machen wir mehr Schaden. Ich versuche ihn mal zu unmächtig zu machen. Direkt mit einer starken Armattacke. Ich weiß auch nicht, wie stark der jetzt wirklich ist, ne? Ah, geht. Unmächtig vielleicht? Leider nein. Ich hab ein bisschen Angst, ne? Wow. Okay, macht zum Glück weniger Schaden als gedacht. Na, hauen mal ein bisschen drauf, würde ich sagen. Ihr seht auch den Schaden. Ah, das seht ihr nicht. Das macht mehr Schaden. Das macht 2700 Schaden. Bam! Ah, macht das nicht so viel Schaden. Wir sind nicht im Elementarvorteil. Darf man nicht vergessen. Was macht hier am meisten Damage? 2800? 2900? Zack! Yeah! Oh! War das ein Feuerangriff? War das blöd? Ich glaube, das war blöd, oder? Was macht hier meistens Schaden? 2200. Lähmt das Ziel. Na, mal gucken. Thunder Charge! Yeah! Zack! Macht jetzt, wie gesagt, nicht viel Schaden, weil wir nicht im Elementarvorteil sind. Aber leider nicht gelähmt bisher. Leider keine Ohnmacht. Aua. Aber ich denke, den kriegen wir gut down.
Verbrennung war jetzt ja schlecht. Also das sollte nicht verbrennen. Ich mache etwas, was nicht mit Brandschaden zu tun hat. Sollte mehr Schaden machen, ohne Branddamage. Jo, hat ein bisschen mehr Schaden gemacht, aber auch nicht viel. 800 nur. Brennende. Jetzt kommt das wieder. Zack. Ha, geht. Bisher brauchen wir nicht mal eine Heilung. Ist alles noch im Rahmen. Alles im Rahmen. Zack, nochmal den rein. Bam. Ja, ja. Geht noch. Alles geht noch. Alles geht noch. Lähmt das Ziel, hat ja nicht geklappt. Aber der Damage ist trotzdem okay. Ich glaube, es ist halt sinnvoller, diese Attacken zu machen, als normal anzugreifen. Denke ich. Zack. Aber der hält echt was aus. Aber war klar, dass der defensiv gut ist, ne? Sie ist ja die Einzige, die Bonusschaden macht, weil sie mit Elementarvorteil ist. Deswegen muss man auch aufs Team achten, natürlich, ne? Fernkämpfer, Nahkämpfer, Schwertkämpfer, ne, was nimmt man mit, ne? Oh, guter Damage. Guter Damage. Ja, dann macht er kaum Schaden. Aber wie gesagt, ich verstehe auch bis jetzt noch immer nicht. Warum sind wir Level 40? Wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass es so ist, dass man dann halt... Ja, damit es nicht so langweilig ist. Feuerkoloss besiegt. Energieapfel haben wir erhalten. Okay. Und Level Up. Sehr schön. Level 42. Perfekt. Aber das ist bestimmt ein Wächter der Insel, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Und wer ist der Typ? Der will uns also benutzen. Der will uns benutzen. Ich habe ihn doch besiegt. Das Mädchen mit dem Hut. Wieso fummelt ihr alle an? Hä? Was hat die gemacht? Warum klaut die unsere Würfel? Und ich habe mal ein Wallpaper gesehen, wo diese Würfel drauf sind. Müssen wir die finden? Ich denke. Scheiße. Einfach scheiße, der lebt noch. Und jetzt? Aufpassen, ja. Feuer! Abgewehrt. Du weißt nicht, wann man aufgeben sollte, oder? Nee, er weiß es nicht. Ich fühle mich schwach. Sind wir jetzt Level 1? Haben die Kristalle und die Dinger uns jetzt die Sachen weggenommen? Kann ich mir auch gut vorstellen, ne? Das Schwert fühlt sich so schwer an. Gum Gum, no no Gum Gum. Nöp, kein Gum Gum. Wie mache ich das nochmal? Was sagt ihr denn da, Mann? Die Fähigkeiten können ja auch nicht benutzt werden von Robin. Ich weiß nicht mehr, wie man sie benutzt. Das ist krass. Ist das der Moment, wo wir jetzt Level 1 sind? Ist das der Moment, wo wir jetzt Level 1 sind? Die Stärke wurde geraubt. Wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Jetzt sind wir Level 1. Ich wusste es. Wir haben keine Fähigkeiten. Wir können nur angreifen. Ich wusste es doch. 15 Schaden! Er sieht nur zu, wie wir angreifen. Bäm, 15 Schaden. Ich glaube, ich muss jetzt einmal angreifen alle und dann wird es wahrscheinlich der Kampf enden oder so. Ich habe doch gewusst, Level 40 sollten wir nicht sein. Wir konnten nichts machen. Wir konnten nichts machen.
Er greift so lange an, bis sie alle tot seid. Das hat mir auch gedacht. Der Gnaden. Aber er dreht nicht. LOL, das Schwert getreten. Ja, du bist ein ganz cooler, bist du. Ein ganz cooler. Sie verlassen? Einfach weggehen? Die Lösung war zu gehen? Naja, die einzige Lösung auch, ne? Hier entlang. Okay. Die Lösung ist einfach zu gehen. Okay. Fühle ich nicht, aber dann gehen wir halt. Wir folgen dem geheimnisvollen Mann. Ah, alles klar. Wächter, ja, ich wusste es doch, der Wächter der Insel. Wusste ich doch. Ich wusste es doch, der Wächter der Insel. Essen, essen, essen! Wir wollen natürlich was essen! Oh, der hat ein schönes Haus, du! Haus des geheimnisvollen Mannes. Das sieht schön aus. Das gefällt mir. Alter, sieht gut aus, sieht gut aus. Schönes Haus. Luxe, nice. Ja. Sorry, wenn es kurz ruckelt zwischendurch. Ich glaube, das liegt an meinem PC gerade. Ruht euch aus, solange ihr wollt, okay? Ja, wir wollen ihm nicht vertrauen. Wer bist du? Adio. Entdecker, okay. Ah, sein Schiff wurde auch versenkt. Lim ist also die Dame. Das ist Lim, die nicht spricht. Ja, sie hat was damit zu tun, dass wir schwächer sind, auf jeden Fall. Tut mir leid. Ist er doch Piraten, oder? Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Aber was sind das für Würfel? Okay. Manchmal stranden hier Leute. Bösartige Piraten. Aber das wird mir doch nie machen. Und das setzt ihre Kraft ein. Ich hab's doch gewusst, sie hat unsere Kraft genommen und in den Würfel verwandelt. In dem Volk geerbt. Das ist eine gute Idee, ne? Was? Er kann Leute oder Tiere erschaffen mit diesen Würfeln? Alter. Hat sie eine Teufelsfrucht genommen? Nee, kennt sie nicht. Okay. Ich wusste es auch. Wenn wir die Würfel finden, dann werden wir wieder stärker. Wie eine Tochter. Natürlich hilft er uns, weil sie hat Blödsinn gemacht, ne? Voller Besonderheiten. Naturgesetze. Eine sichere Höhle, okay. Relativ sichere Höhle. Er hat Level 1, ne? Okay, wir bereiten uns vor, darauf in die Höhle zu gehen, aber erstmal was essen. Aber könnte ich im Real Life auch gerade, ne? Ja, essen, essen! Ruffy und Son Goku lieben ja genauso essen. Natürlich auch Naruto, ne? Also, Essen ist einfach das Ding, ne? Okay, 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 okay. Da ist wieder ein Speicherpunkt. Den nutze ich gleich mal. Okay. Mal schreiben. Ja. Stufe 1. Ich wusste es doch. Das war von Anfang an Rollenspiel unwirklich. Ich hasse Piraten. Es war am Anfang an schon komisch. Es ist sehr, sehr komisch. Was ist das hier? Grogfass. Es hat nicht gepasst. Es war unlogisch, dass wir Level 40 sind. Hat nicht gepasst. Oh, Fleisch essen! Oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ruffy, alles allein weggegessen wahrscheinlich. Ja, alles allein. Ich wusste es ja. Wie Goku. Erstmal alles allein wegessen.
Ach, Ruffy. Okay, wenn wir bereit sind, dann gehen wir in die Höhle. Also wir werden jetzt durch die... Dadurch, dass wir die Würfel einsammeln, bekommen wir also unsere Fähigkeiten wieder. Aber ich denke, unser Level müssen wir uns erarbeiten. Ist das eine Schatzkiste? Wir klauen dem Typen gerade eine Schatzkiste? Was? Bronze-Fledermaus-Suppe. Ich habe dem gerade Sachen geklaut. Das ist voll gemein. Hm. Ich hab einfach beklaut. Habt ihr nicht gesehen, ne? Also, nö. Habt ihr nicht gesehen. Ich habe nichts geklaut. Natürlich nicht. Ich habe hier nichts geklaut. Ja, wir sind natürlich bereit, in die Höhle zu gehen. Aber erstmal nochmal einen Spei. Nee, Spei. Wo ist er denn? Hier. Wir sind bereit, in die Höhle zu gehen. Und da hinten ist ein Item. Was will ich haben? Also, looten und leveln, Leute, gehört dazu. Ja. Zeig uns den Weg. Okay. Ich habe natürlich Bock, in die Höhle zu gehen. Das ist kein Grund, warum wir hier rumeiern sollten. Wenn wir natürlich unsere Fähigkeiten wieder haben. Wir wollen... Seid ihr bereit? Ja! Ario ist der Gruppe beigetreten. Okay. Einige Leute, die während des Abenteuers triffst, können die begleiten, dir helfen. Du kannst sie zwar nicht steuern, aber sie werden im Kampf und die Arme greifen. Oh, das ist wichtig, denn wir sind, wie gesagt, fucking Level 1, ne? Wir müssen uns erstmal wieder stark werden, ne? Stell dich auf die Probe. Wir müssen jetzt erstmal wieder stark werden. Aber wie gesagt, es war einfach so klar, ne? Es war einfach nur logisch, dass wir nicht Level 40 bleiben konnten. Das war viel zu viel. Das war einfach zu viel. Binnenmeer. Okay. Am liebsten würde ich eigentlich zurückgehen und andere Wege erkunden. Aber ich muss natürlich erstmal diese Hauptsachen machen. Oh, schön hier. Schön hier. Schrott. Ich habe Schrott gefunden. Was macht man mit Schrott? Holz- und Metallschrott, der zwar nicht verkauft werden kann, sich jedoch als Baumaterial eignet. Was bauen wir? Ist das für Schiff? Kann man das Schiff dann verbessern? Ich weiß es alles noch nicht. Wunderschön hier. Warford. Ah, die Pinguine! Ich liebe die Pinguine. Ich liebe sie einfach. Sehr, sehr schick. Das ist die Höhle, in die wir rein müssen. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, wie lange ich diese ganzen Folgen machen soll, werde, kann. Ich werde mich heute einige Videos aufnehmen. Ich muss mal gucken. Echt eine geile Aussicht, ja. Es ist wunderschön hier. Also die Insel ist wirklich wunderschön. Die ist nicht so leer wie andere Sachen. Ja, dafür ist es ein bisschen schlauchförmig, aber cool. Die greifen vielleicht nochmal an, ja. Ja, ich will ihn aber angreifen. Wenn Gegner berührst, beginnt ein Kampf. Ja. Wir gucken, sehen haben wir scheint ein rotes Symbol und sonst kannst du von hinten anschleichen. Ich will mich natürlich von hinten anschleichen. Das Problem ist, ich mache Dauerlaufen. Heißt das, wenn ich jetzt... kann ich so hinlaufen oder muss ich mich anschleichen, ne? Ich versuche mal zu schleichen. Das ist nur ein Test. Den nächsten renne ich dann rein. Zack. Okay, angeschlichen. Müssen wir im Vorteil sein. Ist auch nur einer. Erhöhte Chance auf kritische Treffer beim ersten Angriff. Ah. Okay, und wir können eh nur normal angreifen. Was? Gehen wir verbündet für eine Aktion in bestimmten Reihenfolge aus. Jo. Ah, der war ja zum Glück einfach. Okay. Die sind trotz Level 1 One-Hit. 300 EP, kein Level Up. Okay. Wieder ein Item. Was gibt's hier so sehen? Ein Huhn? Dave, ein Pinguin? Was ist das? Ein Pinguin-Huhn. Ah, oh, ich liebe ihn auf jeden Fall. Ah. Ah, Schnecke! Ja, scheiß drauf. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Ist nur eine Schnecke. Komm, hau drauf. Bisher können wir auch keine Fähigkeiten einsetzen. Wir haben einfach nur den Angriffsknopf. Wie viel Schaden macht uns eine Schnecke? Dem wahrscheinlich gar keinen Schaden. Ja, weil das ist unser Begleiter. Das ist ja unser Begleiter. Der ist ja OP. Der ist wahrscheinlich Level 50 oder so. 200 EP. Oh, er gibt einen Level Up schon. Perfekt. Was? Du kannst weiter kämpfen, sondern deine LP gesundheit nicht auf 0 fallen. Jo. Klar. Okay, nochmal auf. Hier ist eine Aussichtsplattform wieder nur. Da müssen wir hin, da müssen wir nicht hin.
Na, darf ich nicht. Okay, du darfst echt am Anfang überhaupt keine falschen Wege gehen. Du darfst nur dahin gehen, wo die Story einem sagt, dass du hingehen darfst. Das finde ich sehr schade. Ich bin immer jemand in Final Fantasy zum Beispiel auch oder in Tales of Spielen, dass ich den falschen Weg zuerst gehe. Okay, jetzt wird die Stärke auf die Probe gestellt. Und er hat die Gruppe verlassen. Du warst eine große Hilfe. Nicht. Wir haben ihn gar nicht gebraucht. Okay, jetzt gucken wir mal. Nehmt den hier mit. Was? Vitalapfel. Ah, okay. Eine Heilung. Okay, wir haben einen Apfel. Graffy wird sie alle wegessen. Das ist ein Apfelmann. Oh Gott. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Was? Fortschritt anzeigen lassen? Okay. Die Seeuferhöhle. Oh, die ist schick. Die ist schick. Es gibt Schätze, es gibt Gegner. Ein richtig geiler Dungeon also. Ja, wahrscheinlich gibt es ein Schalterrätsel. Ein richtig geiler Dungeon. Zerstörung mit der Höhle eingestürzt. Ein großer Einschlag auf jeden Fall. Was ist das über Nacht? Ein Unterwasservulkan. Könnte auch sein. Also wenn wir weiter forschen und mehr erfahren und mehr Schätze finden. Wir werden beobachtet bei dieser Prüfung, also wahrscheinlich, ne? Und der Geruch erinnert ihn an irgendetwas. An was erinnert der Geruch, frage ich mich. Hier haben wir auf jeden Fall Seekönig, okay. Hier ist wieder ein Speicherpunkt und dahinter ist natürlich ein Item. Alle alles mitnehmen. Weiß nicht, ob es eine Waffe gibt oder so. Geleestein. Also ich weiß auch nicht, was man mit bestimmten Items anstellen soll. Geleestein. Ein Stein wird hart, wenn man ihn erwärmt. Leicht zu verarbeiten und sehr teuer. Ich sag's ja, Material, ne? Das Vogel ist auch Material. Ei des Bobo-Vogels. Immer etwas warm. Okay. Schlüssel-Items. Genau, auch Kleidungen, ne? Kann man die irgendwie anziehen? Moment mal. Kann man die irgendwie ausrüsten? Ruffys Kleidung, neue Weltherausforderung. Anzeige wechseln. Kann ich irgendwie... Kampffähigkeiten hat er keine. Wie kann ich die Kleidung wechseln? Das geht doch bestimmt, oder? Leute, könnt ihr gerne mal einen Kommentar schreiben, falls ich es noch nicht rausgefunden habe, wer das Video sieht. Ich würde echt gerne die Kleidung ändern. Weiß aber noch nicht wie. Vielleicht, jetzt mal irgendwie erst gezeigt. Noch keine Ahnung. Ein Speicherer. Ich denke auch, das ist ein guter Zeitpunkt heute, weil ich die eine Folge jetzt nicht so lang machen wollte. Leute, ich würde sagen, wie es in der Höhle weitergeht, ob wir die schaffen und so weiter, sehen wir in der nächsten Folge. Wir haben neue Spieler kennengelernt. Wir wurden auf Level 1 zurückgesetzt, wie ich es schon wusste. Das war klar, dass nichts funktioniert. Wir wissen, dass wir Würfel sammeln müssen. Wir haben den Wächter der Insel getroffen. Es war auf jeden Fall viel los in der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Und wir sehen uns gerne wieder im nächsten Video. Bruder, Schwester, Faust geht raus an euch alle. Danke fürs Zugucken. Haut rein und viel Spaß im Videos auf der Endcard. Ciao.